freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die eine besondere Sendung zu werden verspricht. Allein deswegen, weil das eine sehr ungewohnte Position ist. Ja, also, willkommen zu unserer Sendung. Sind Sie sicher, Herr Klies, dass Sie richtig sitzen eigentlich? No, I'm welcome you to my show. Nein, ich wollte Sie gerade begrüßen zu meiner Show. Okay, bitteschön. Ja. Markus, Sie sind gar nicht in Paraguay geboren. Nein, ich bin in Südfinnland zur Welt gekommen. In Südfinnland? Wunderbar. Haben Sie einen kleinen Dolch in den Socken da? Mann, er hat. Aber das ist... Hey! Guck mal. Sehr gut. Das ist... Tut das gut. Wussten Sie, dass das Wetter in Hamburg so gut sein würde? War Ihnen das klar? Oh, yes, I never wear socks. Natürlich, und Socken trage ich ohnehin nie. Klar, nein, ich bin ein Fan von Einstein. Und Einstein hat es kategorisch abgelehnt, Socken zu tragen. Der sagte immer, ich habe 2 Nobelpreise gewonnen, ich brauche keine Socken mehr zu tragen. Wahrscheinlich wäre er eher auf diese Relativitätstheorie, weil er hätte die schwarzen Löcher über die Socken entdeckt. Weil ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die sind immer weg, immer fehlt eine. Du kaufst 10 Socken, nach einer Woche ist immer eine Socke weg. Und das sind diese Wurmlöcher, und die hat Albert Einstein entdeckt, und deswegen hat er die nicht getragen. Genau. Das heißt, Sie verstehen ein bisschen Deutsch, ein bisschen Deutsch, ja. Nur ein bisschen. Ich kann mit einem Eierlöffel Fledermäuse töten. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Yes. Ja. It means das heißt, I can kill bats with an egg spoon. Ja. Das heißt, wie geht das? We did a show for dear Alfred Bierlich. Wir haben mal für Alfred Bierlich in München eine Show gedreht. Und das wurde verdolmetscht ins Deutsche, was wir gesagt haben. Und dann haben wir das Deutsche gelernt. Das ist auch sehr hilfreich. Denn es gab mal eine Gelegenheit, da war ich bei einem Empfang der Polizei. Da kam ein junger Polizist, ein Engländer, zu mir und sagte, das hier ist meine Freundin Heidi. Die kann kein Wort Englisch. Können Sie mal was zu ihr sagen auf Deutsch? Dann habe ich das gesagt. Wirklich? Gibt es noch einen anderen schönen deutschen Satz, den Sie so aus dem Teelöffel rausschütten können? Eigentlich nicht, aber... der Hoffnung eingeschaltet haben, die Sendung Albert Dürer, sein Leben und seine Zeit zu sehen, was sich die Leute enttäuschen. Es wurden zwar 2 Versuche gemacht, diese Sendung zu zeigen, aber sie mussten leider aufgegeben werden. Albert Dürer, ja. Das ist 45 Jahre her. Da haben Sie diesen Satz gelernt? Vor 45 Jahren? Ja, klar, vor 45 Jahren. 72, 71, so was war das. Das war wiederum im Zusammenhang mit Bierlich. Wir waren in München, hatten da eine super Zeit. Wir haben uns in München verliebt und ich in den Schnaps dort unten. Und haben eine gute Show gemacht. Aber 2 von uns, die uns ganz gut verstanden, also ihr Deutschen, habt uns ja ganz gut verstanden im Englischen. Aber die anderen 3 hatten keinen guten Akzent. Und als wir dann nochmal kamen für eine neue Show, haben wir die lieber auf Englisch gemacht. Und dann wurden wir synchronisiert auf Deutsch. Das war nicht so lustig. Aber es war eine interessante Sache.
Und nicht nur Alfred Biolek war ein Thema in Ihrem Leben. Ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube sogar in Ihrer Autobiografie. Jochen Busse, ne? Den kennen Sie auch sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr geschätzter Kollege. Yes. Oh, yes, because about oh ja, natürlich. Ago, so vor 7, 8 Jahren war ich in Köln. Und da haben wir eine Folge gedreht von 40 Towers und er spielte Basil Fawlty. Und ich habe gehofft, dass das viel Erfolg hat. Und ich fand es super gut. Mein Deutsch ist natürlich nicht so gut, aber ich weiß, wie man auf Englisch lügt. Und die Schauspieler fand ich super gut und die Schauspielerinnen. Die haben die Sendung dann gemacht und ich war dann völlig enttäuscht, weil sie die Serie nicht gemacht haben nach dieser Probefolge. Ich fand die ganz toll, aber das war vielleicht ein bisschen teuer auch. Also, Jochen Busse, ein ganz, 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 ganz toller Kollege, der auch regelmäßig mal hier in der Sendung ist. Vielleicht kriegen wir sie mal zusammen hierher. Seine Autobiografie trägt, und das passt, finde ich, wunderbar zum Start dieser Sendung, den Titel Wo war ich eigentlich nochmal? Das frage ich mich auch gerade, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht so richtig Ahnung, aber das macht ja nichts. Und ich hab darin eine schöne Episode gelesen. Sie haben gesagt, eigentlich weiß ich und glaube ich, dass die Deutschen einen wirklich guten Sinn für Humor haben. Und das hat zu tun mit der kleinen Stadt irgendwo an der englischen Küste, in der ich geboren worden und aufgewachsen bin. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ihr seid gekommen und habt uns zugebombt. Wir lachen später dann nochmal, ja? Nee, könnte auch jetzt schon. Witzig war, dass die Leute in Westham sich gefreut haben über diesen Bombenhagel. Denn da hatten sie das Gefühl, sie gelten etwas, sie sind bedeutsam. Da hat sich nie ein Schwein um die gekümmert. Und jetzt werden wir bombardiert von den Deutschen, ist das nicht toll? Die haben das alle für einen Fehler gehalten. Das haben die sich nicht zugetraut, so wichtig zu sein. In Westen, da gab es doch überhaupt nichts, was man hätte bombardieren können. Was eine Bombe hätte kaputt machen können. Was so wertvoll gewesen wäre wie die Bombe selber. Jedes Mal, wenn da eine Bombe fiel auf Westen, hat man wirtschaftlich natürlich einen Verlust geschrieben. Aber die kamen immer wieder und haben uns immer wieder bombardiert. Und die Westen haben sich total aufgewertet gefühlt dadurch. Die konnten sich aber gar nicht vorstellen, warum die ausgerechnet sie bombardieren wollten. Die haben gedacht, da haben sie irgendwie im Navi einen Fehler gehabt oder einer hat einen Verwandten gehabt dort, den er nicht ausstehen konnte oder irgend sowas. Aber irgendwas muss dahinter gewesen sein. Vielleicht haben die Westen verwechselt, die Westküste mit einer anderen Küste, das weiß ich. Ne? Aber egal, man hat keine Erklärung. Wir haben immer gedacht, das war, ist doch eine effiziente Rasse, die Deutschen. Und dass sie auf Westen Bomben abwerfen, das ist nicht gerade effizient. Herrlich, herrlich. Und ich habe diesem Buch auch entnommen, John, dass Sie sagen, Sie haben eine große Liebe zu Deutschland. Ne? Woher rührt diese Liebe zu Deutschland? Yes. Was mögen Sie an Deutschland? Die Bombardierung kann es ja nicht gewesen sein. Ich weiß auch nicht. Es gibt so Sachen. Als ich klein war, haben sie immer alle die Franzosen so toll gefunden. Ich habe sie gehasst. Ich konnte sie nicht ausstehen. 900 Jahre haben sie doch glücklich gegeneinander gekämpft. Was soll denn das? Wir mögen einander nicht. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen, Mensch. Ich sag's ja. Wo war ich eigentlich nochmal? Die ganze Überschrift über dieser Sendung. Man spürt in diesem Buch eine große Liebe wirklich zu Deutschland. Was mögen Sie an Deutschland? Was verbindet Sie so mit Deutschland? Oh, that's right. Ah ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Ich weiß auch nicht. Wenn du groß wirst, dann erkennst du plötzlich, du machst lieber Himbeeren als Erdbeeren. Aber warum? Das ist einfach so. Und ich war immer angezogen von der deutschen Kultur. Ihr habt die größten Musiker hervorgebracht, die es je gegeben hat. Die größten Philosophen.
Philosophen, die größten Wissenschaftler, eine unglaubliche Kultur. Und jedes Mal, wenn ich dann jemanden getroffen habe, neu wieder, der etwas ganz Außerordentliches gemacht hatte, war das entweder ein Deutscher oder komischerweise ein Engländer, weil wir auch ein paar brillante Köpfe hatten. Isaac Newton, Darwin. Also ich war immer beeindruckt von der Kultur, aber ich mag auch die Sprache. Wie ihr die Sprache aussprecht, so wie sie ihr schreibt. Absolut. Nimm mal Französisch. Das finde ich gut. Finde ich immer ganz sehr schön, dass sich ein Engländer darüber lustig macht, dass die Franzosen die Dinge anders aussprechen, als sie da stehen. Ne? Ja, das finde ich sehr schön. That's funny. Funny, wie der Franzose sagen würde. That's funny. Ja, wir lachen alle gerne über Akzente, aber der französische, Englisch mit französischem Akzent, das ist der Hammer. Ne, was die so rausbringen, das ist das Größte. Also ich mag die Sprache, aber als ich dann nach München kam, war das das erste Mal ein paar Tage in München und da habe ich mich zurückgelehnt, das war wunderbar. Da gab es jede Menge Filme über den Zweiten Weltkrieg in meiner Kindheit und Jugend. Die haben immer gesagt, die Deutschen haben keinen Humor. Und als ich dann in München war, war das ganz anders. Komme nach Deutschland, bin in München und stelle fest, die haben denselben Humor wie wir alle. Dann habe ich gedacht, Moment, wie kann das denn sein? Aber die großen politischen Führer wie Stalin, Mao, Hitler sind nicht berühmt für ihren Humor, denke ich mal. Und das kriegst du dann gesagt. Das infiziert die ganze Kultur dann für eine Zeit. Aber jetzt finde ich, dass das Zeug, was ich mache, sehr beliebt ist in Skandinavien, Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Aber in Frankreich lacht kaum ein Mensch. Italien, Spanien, kein Schwein. Die kriegen das nicht mit, unseren Humor. Wenn Sie gerade sagen, das ist so unterhaltsam, wenn man einen Engländer mit einem französischen Akzent hört. Jetzt bitte mal ohne Übersetzung. Wie wird das klingen? Wie klingt das? When you're always talking like this, you put the wrong emphasis on all the words, and it is almost impossible to understand what the fuck they are saying. Gut, dass wir den Übersetzer gebeten haben, kurz zu sagen. Ja, ist nicht schlimm. Sie haben ja in einen Fisch namens Wanda mit der Fähigkeit, sagen wir mal, Sprachen auch eher im wie soll ich mich ausdrücken, sagen wir mal, im horizontalen Bereich geschickt und clever einzusetzen, um den Verstand gebracht, ja, ganze Generationen. Sie wissen, wovon ich rede. Wir schauen einmal ganz kurz rein. Bitte schön. Ja. Super. Zwei Fragen stehen im Raum. Ne? Erstens, haben Sie verstanden, was Sie da auf Russisch erzählt haben? Und zweitens, waren Sie wirklich nackt oder war da ein Strumpf drüber? I was completely naked. Ich war völlig nackt und hatte überhaupt keinen blassen Schimmer von dem, was ich da auf Russisch vorgetragen habe. Keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht eine Portion Vanilleeis oder so. Ja, welche Sprache eignet sich am besten, wenn man so in Liebesdingen unterwegs ist? Also worauf reagieren Frauen am meisten? Sie haben ja eine gewisse Erfahrung. Sie sind das vierte Mal verheiratet. Ja, das stimmt wohl. Also ich habe Englisch immer ganz praktisch gefunden. Das klappte immer ganz gut. Denn die Engländer können keine andere Sprache. Wenn ich eine andere Sprache spreche mit Engländern, passiert gar nichts. Glücklicherweise ist Englisch die internationale Sprache geworden. Was für ein Schwein habe ich da gehabt, sonst hätten sie uns alle vergessen. Ist absolut. Wenn wir gerade über Frauen sprechen, und auch das ist etwas, was ich Ihrem Buch entnommen habe, Sie sind wirklich das vierte Mal verheiratet. Die ersten zwei Male waren, wir wollen jetzt nicht ganz tief da reingehen, aber die ersten zwei Male, würden Sie sagen, waren okay. The present one is lovely. Ja, die aktuelle. Die erste, ja, das ist eine Schönheit. I'm in love. Total verliebt. Ja.
Ich habe sie angeschaut, ganz ehrlich, auch wenn ihr es nicht glauben könnt. Vor zwei Tagen habe ich sie nochmal angeschaut und gedacht, mein Gott, was ist die Frau schön. Und jedes Mal, wenn ich sie betrachte, geht es mir, wie wenn ich ein wunderschönes Gemälde anschaue. Verstehen Sie, was ich meine? Absolut. Die dritte Ehe, habe ich gelesen, war ein bisschen schwierig, aber auch nur deswegen, weil sie so teuer war, ne? Ja. Oh, it was very expensive. Also billig war das nicht. Eher fürchterlich teuer. Was habe ich zahlen müssen? An diese Person. 20 Millionen Dollar. Und wir hatten keine Kinder. Die hat auch nichts eingebracht in die Beziehung. Hat auch nie für Einkommen gesorgt. Und dann hat der Richter gesagt, dann geben Sie doch einfach 20 Millionen Dollar. Dann habe ich gesagt, prima, in die Tasche gegriffen. Nehmen Sie auch Schecks? 7 Jahre habe ich geblecht, habe ich das abgestottert. Aber die letzte Rate kommt jetzt im Juli. Und dann kann ich wieder anfangen, für die gegenwärtige Frau Geld zu verdienen. Die war sehr geduldig, hat bis jetzt gewartet. Jetzt verstehst du auch, warum er sich keine Socken leisten kann. Jetzt wird die Sache allmählich klar. I've had to cut back a bit on. Ja, ich musste ein bisschen kürzen bei den wichtigen Dingen. War das ganz, ganz ernsthaft gesprochen auch einer der Gründe für dieses unglaubliche Comeback, das Sie mit Monty Python hatten im vergangenen Herbst in London? In der O2 World, glaube ich, gab es 10 Shows. Not really. Und zwar einmal ganz kurz, nur die Zahlen, weil das so beeindruckend ist. Da passen, wie viele Menschen passen da rein? 20.000, 16.000? 16, ja. So, 10 Shows, ausverkauft in? 2.000. Well, the first 2 Tage. Moment, Augenblick. Die erste war in 43 Sekunden ausverkauft. Die erste Sendung war in 43 Sekunden weg. Und nach dem ersten Tag hatten wir 5 voll ausverkauft. Und dann haben wir noch ein paar hinzugefügt, 5. Und die haben richtig lange gebraucht, weil die alle dachten, es gibt keine Tickets mehr und haben sich nicht getraut anzurufen. Die Medien haben das mal wieder falsch berichtet. Aber das war eine interessante Erfahrung. Ich habe als Darsteller immer gedacht, man muss doch Angst haben. Es ist ganz toll, wenn du Leute zum Lachen bringst. Aber wenn du auf die Bühne gehst, als junger Knopf besonders, dann hast du doch keine Ahnung, ob die dich mögen werden oder nicht. Wenn du dann versuchst, spaßig zu sein und Stille im Saal, das ist nicht nur peinlich, das bringt dich völlig durcheinander. Eines der schlimmsten Gefühle, die es geben kann. Nicht nur das Gefühl, du bist gescheitert, du bist auch gedemütigt. Das Schöne, wenn du so alt wirst wie ich, daran ist, wenn die Leute dann kommen und die Show sich anschauen, dann wissen sie, was sie kriegen. Und dann sind die nicht mehr der Meinung, den kann ich nicht leiden oder so, das gibt's gar nicht. Deswegen kaufen sie Tickets, verstehen Sie mich? Das ist eine Vorauswahl und das macht natürlich sehr zuversichtlich. Das ist ja etwas oder ein Druck, an dem hier alle stehen, die hier sitzen. Ich das ist der Albtraum seit Jahren, dass ich auf die Bühne gehe und es ist keiner da. Ne? Oder du kommst nicht rechtzeitig, du findest die Tür nicht. Ja, du hast deine Klammer, also auf jeden Fall, du kommst nicht zum Einsatz. Und du wirst wahnsinnig. Du denkst, irgendwas geht schief. Und jedes Mal andere Varianten, kein Publikum da, oder die stehen auf und gehen. Ja, einfach. Das ist viel schlimmer. Ganz schlimm. Und dann habe ich das ja auch erlebt. Das habe ich erlebt, dass das Publikum mich aus, das war bei Verstehen Sie Spaß, da hat mich der Guido Kanz auch so reingeredet. Im Ernst? Da haben die da so Ampeln oben drüber gemacht. Das heißt, grün, da durften die klatschen, lachen bei Rot, Fresse halt. Du kommst raus, ich wusste von nix. Ja, steht am Ebertbad auf der Bühne, komm raus. Nix. Ja. Das ist der Albtraum. Das gibt's nicht. Und dann spielst du und dann spielst du und dann lachen Camera die auf einmal an Punkten, wo sie gar nicht lachen sollen. Dann steht eine Frau auf, geht zum Klo. Wie ich halt immer so bin, na, Pissnelke, geht's Pipi machen und so. Ne? Der Mann steht auch, machst du meine Frau an oder was? Findest du das lustig? Findest du das lustig? Und ich so, das erste Mal ist die Fresse gehalten. Ja, und das alles mit der Kamera. Du bist doch auch, so wie wir alle eigentlich mit Monty Python dann auch aufgewachsen, ne?
Ja, nicht nur aufgewachsen, sondern das war natürlich ein Riesenvorbild. Wir sagen ja immer, die Deutschen haben den Humor, das sind nur so ein paar Intellektuelle. In Wirklichkeit haben wir diesen Monty Python-Humor nicht, weil ich habe das dann mal zeitlang mal versucht zu kopieren und da war die Sendung weg. Ja. Also das ist so, ja. So schwarzer Humor ist etwas, was in Deutschland, ja. So in manchen Kreisen, wenn es Monty Python macht, ist es gut, ja. Wenn es ein anderer macht, pfui. Also das ist schon interessant. Pass auf, wir haben nämlich, das ist ganz interessant, bevor wir auch gleich mit Matthias über die Frage sprechen, welche Ängste ihn da so treiben und Sie beide auch, die Sie ja jetzt gemeinsam auf der Bühne stehen. John Cleese wollte unbedingt wissen, warum Ingo Appelt abgesetzt worden ist. Also was der Auslöser war, diese Sendung abzusetzen, ja, wofür man im deutschen Fernsehen schon rausfliegt. Bitte schön, schauen Sie mal genau hin. Das war das Ende, ne? Das war sozusagen das Ende dieser Sendung dort. Das genau. war das Abschiedstreten. Das genau, diese Aktion. Was sagt der Erfinder dieses schwarzen britischen Humors, John Cleese, zu dieser Aktion? Darf man oder darf man nicht? You know, remember Tom and Jerry? Richtig. Du kennst doch Tom und Jerry noch. Tom, was the cat, right? And Jerry Tom war die Katze und Jerry musste ständig rennen und den Tom umrennen auch. Und ich fand das immer lustig. Ich habe darüber gewirrt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Katze gelitten hat. Verstehst du? Also, was ich sagen will, ist, natürlich ist das kein Kind. Du lachst doch nicht darüber, was dem Kind widerfährt, sondern du lachst auch über die Absurdität der Vorstellung. Das muss man doch trennen können. Man muss auch über eine Vorstellung lachen können. Einige können das auch, andere können das nicht. Als wir einen Fisch namens Wanda gemacht haben, Michael Pale rennt mal irgendwann über einen der kleinen Hunde da, ne? Ja? Nee, nur einmal. Dann macht er ihn platt und die Zuschauer, die brüllen. Aber dann haben wir einen Fehler gemacht. Dann haben wir geschnitten, ein Close-up, eine Nahaufnahme des Hunds und der Regisseur hat eine Handvoll Innereien von einem Metzger in dem Dorf genommen und draufgelegt und die Leute haben schon wieder gelacht und dann plötzlich und dann war Feierabend. Als sie das Blut sahen, die Innereien, da hat die Realität zugeschlagen. Sehen Sie, was ich meine? Dann haben wir das ersetzt mit irgendwas anderem. Dann haben die Leute gesagt, fand das witzig und dann war klar, das waren keine realistischen Innereien. Sobald etwas an die Realität erinnert, am Ende hängen wir alle am Kreuz, aber ohne Schmerzen, ohne Leiden. Wenn jemand litte, dann würde keiner lachen. Du kannst nicht über Leiden und Schmerzen lachen. Du lachst über die Vorstellung. Ist interessant, wie er das analysiert. Und es ist in der Tat so bei einem Fisch namens Wanda, wo es diese wunderbare Szene gibt, wo er diesen Hund überfährt und die alte Dame schreit ihm noch hinterher, sie elendes Chauvinistenschwein. Das ist meine absolute Lieblingsstelle. Aber wir haben eben über Monty Python gesprochen und da ging es eigentlich noch viel, viel härter zur Sache. Leben des Brian ist gerade gefallen und noch ein paar andere. Schauen Sie mal, so ging es bei Monty Python zur Sache. Du lästertest Gott auf unglaublich infame Weise und wirst somit zu Tode gesteinigt. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Alles hör, niemand! Hat irgendjemand zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe? Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Jehova sagt... Ich trete vor niemandem zur Seite. Gut, dann muss es sein. Oh, das ist nur ein Kratzer. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese. Du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Oh. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Komm schon. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden. Oh, möchten Monsieur vielleicht einen Aperitif oder wäre es angenehm, sofort zu bestellen? Und nun zum Schluss, Monsieur, einer blattendünnes Minzer. Nein, na gut. Aber nur eins. Nur das eine, Sir. Voilà. But you see, there's no pain. Yeah. Can I get you
Der kriegt die Arme abgeschlagen, aber hat keine Schmerzen, das weiß jeder. Und wenn der Fette da explodiert, wenn er litte, dann würden wir nicht lachen. Dieser Film Ritter der Kokosnuss, ne, wo ein ums andere Mal das ein oder andere verloren geht, der ist ja mit unglaublich wenig Geld entstanden. Ne? Ist es wahr, dass Sie deswegen keine Pferde eingesetzt haben, weil es kein Geld für Pferde gab? Das war natürlich so. Wir hatten kein Geld für Pferde. Da kam einer mit der Idee und sagte, lass sie doch einfach so ein bisschen mit so einer Kokosnuss da hinterher hoppeln. Das war doch ganz genial. Wir hatten kein Geld. Und ich glaube, dass vieles von der besten Comedy aus Improvisation kommt. Dass du es dir nicht leisten kannst, das richtig zu tun. Mut macht Erfinder. Ja, unbedingt. Und weil wir gerade gesehen haben, das Leben des Brian. Was ist dein Lieblingsfilm eigentlich, Matthias, von Monty Python? Was ist dein Lieblingsfilm? Oh, das kann ich nicht sagen. Das würde ich nicht exzerpieren. Es ist generell, ich habe sowieso mit dem englischen Humor sehr viel Affinität. Und da blühe ich sehr auf. Irgendwie, wahrscheinlich bin ich doch englischer, als ich deutsch bin. Ich finde ja, das Leben des Brian ist ein bis heute unglaublich gut gemachter Film und auch aktueller denn je, wenn man sich auch mal die Diskussion rund um Charlie Hebdo zum Beispiel ansieht und so weiter. Und die katholische Kirche hätte damals ja die Geschichte kurz zusammengefasst. Ein junger Mann wird verwechselt mit Jesus von Nazareth und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, wird dann gesteinigt und gekreuzigt und das ganze Programm. Und die Kirche wird wirklich am Nasenring einmal durch den Kakao und durch die Arena gezogen. Welche Reaktion gab es damals? Also Reaktionen gab es einige damals, aber in England nicht so bemerkenswert, auch nicht so auffällig, denn die hatten das in bestimmten Städten auch verboten. In den USA haben die Leute sich darüber richtig geärgert, fuchsteufelswild, und deswegen wurde das so ein Erfolg. Denn jeden Abend wurde da demonstriert, protestiert vor den Kinos und die New Yorker Medien und Fernsehanstalten waren da und dann haben alle gesagt, da müssen wir rein. Die haben daraus einen Hit gemacht. Aber die Dinge haben sich so geändert inzwischen. Heute weißt du kaum mehr. In den Staaten habe ich Trouble gehabt, weil ich mal gesagt habe, wenn ihr euch lustig machen wollt über die Moslems, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr euch vielleicht ausblasen. Also so viele werden ja nicht getötet, eine winzige Minderheit, aber einige immerhin. Und dasselbe kriegst du so ein bisschen in den Südstaaten der USA, wo die Leute Abtreibungskliniken bombardieren. Und wenn die Fundis kommen, dann sind das immer so ein bisschen Randfiguren, aber die musst du immer auf dem Schirm haben. Und ich würde nicht gerne umgebracht werden mit einem Witz, den die jetzt in Texas vielleicht nicht mögen oder in Alabama. Da würde ich aber möglicherweise damit rechnen müssen, dass ich glücklich davonkomme bei Charlie Hebdo, wenn du dann Witz machst, den einige nicht möchten. Kleiner Anteil der Islamisten. Aber was heißt das denn dann für Sie übersetzt? Heißt das dann im Zweifel lieber einen Witz weniger machen? Weil das ist ja eine ganz wichtige Frage, vor der ihr alle jetzt steht. Ingo Appelt ist auch schon bedroht worden. Stand auf der Liste der ja, auch. Meine Wenigkeit auch, genau. Weil wir standen auf einer Liste. Gemeinsam auf einer Liste. Auf einer Liste. Al-Qaida. Ich weiß, ob die Karten kaufen wollten, aber wir waren einfach nur in ein Notizbuch eingetragen. Markus Lanz und Ingo Appelt zusammen das Ziel, also ich meine, weiter kann man es ja nicht auseinander, der Bösewicht und... Stopp. Wir hatten Kurt Westergaard hier, ne? Den dänischen Mohammed-Zeichner, den hatten wir hier in der Sendung. Hat ein sehr kritisches Gespräch auch zu dem Thema. Und ich habe ihn immer wieder gefragt, ob man sich darüber Gedanken macht, dass man möglicherweise die religiösen Gefühle von Menschen verletzt. Aber offenbar interessiert diese Leute das nicht. Es reicht einfach, dass du so jemanden einlädst und dann stehst du plötzlich auf irgendwelchen seltsamen Listen. Ja, das war nicht. Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Wie gehst du damit um? Also das ist ja, ich war auch erstmal erschrocken, aber es passiert ja immer wieder. Also Morddrohungen scheinen irgendwie auch so ein Hobby von bestimmten Menschen zu sein. Also es gibt auch Kollegen, die werden bedroht, weil sie Lieder über Italien singen während der WM und dann haben die Morddrohungen an der Backe. Und das ist, passiert ja permanent. Und ich habe ja lustigerweise zeitgleich eine Einladung ins Paradies bekommen, weil ich in einer anderen Sendung, nämlich bei Frau Maischberger, den Moslem so ein bisschen vor Herrn Bosbach beschützt habe. Weil der hat den dann immer so angemacht, weil ich immer gesagt habe, so, ihr Katholiken seid doch nur neidisch, dass ihr nicht mehr so könnt, weil wir sind säkularisiert, wir machen das anders. Und da gibt es so diese Streitigkeiten.
Streitdebatte, der Moslem ist so gefährlich und überall, wo die Moslems regieren, da sind die gefährlich und da muss man die bewerten. Ich habe gesagt, ja, wo die Christen vor 500 Jahren regiert haben, da ging es auch nicht so lustig zu, da sind wir jetzt halt drüber weg. Aber lustigerweise, wie gesagt, einerseits diese Einladung ins Paradies und auf der anderen Seite eben diese Liste bei der Al-Qaida. Ich habe mir da keine großen Sorgen gemacht, weil jetzt keine, wenn jetzt Bilder vom Haus, Adresse, aber die haben sogar den Namen falsch geschrieben. Ja, meine also, auch. Ne, also ja, ja. Lense. Ja. Ja. Ne, also das war, es ist nur einfach interessant, wenn dann der Staatsschutz auf einmal vor der Tür steht und dir das dann erzählt. Richtig. Und du sitzt dann erstmal, dann denkst dir, warum? Und klar, das sind natürlich auch so Sachen, dass man ist prominent, es ist schon mal grundsätzlich gefährlich, weil die suchen sich weiche Ziele aus. Also es werden Menschen einfach auch wahllos geköpft. Die haben gar nichts gemacht. Die sind einfach nur da, um den Menschen, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja, und die allermeisten Opfer, und ich finde das immer so traurig, dass das ja in dieser Debatte auch untergeht, die allermeisten Opfer dieser, dieser wenigen Wahnsinnigen sind Muslime. Ja, ja. Die allermeisten sind Muslime, die, die von denen umgebracht werden, die zu Tode kommen. Wie geht Matthias Richling damit um, Matthias? Ich gehe natürlich damit also um. Also mit der Frage, der macht man Witze darüber, macht man keine? Das falsche Wort ist schon Witz, weil du kannst, kannst keine witzige Bemerkung darüber machen, aber natürlich musst du dich damit auseinandersetzen. Und womit wir uns auseinandersetzen, ist natürlich erstmal die Frage, die generelle Frage, wenn solche Reaktionen kommen, wie unsicher muss man eigentlich sein im Glauben, wenn ich meinen großen Propheten Mohammed beleidigt sehe durch eine kleine, mickrige Karikatur. Das ist meine erste. Und das zweite ist, wo ich sage, jeder redet von religiösen Gefühlen. Natürlich, Ingo hat es schon gesagt, gerade von der katholischen Kirche im Mittelalter stehen die eben nichts nach. Also das heißt, wenn ich mal höre, religiöse Gefühle und diese Reaktionen auf irgendwelche Kritik an der, ist nicht das religiöse Gefühl oft auch eine Ausrede, weil ich die Kritik an meiner Kirche nicht hören möchte. Mhm. Und dann muss ich sagen, ich möchte dann auch noch gefälligst respektiert bekommen von gläubigen Fanatikern. In meinem weltlichen Gefühl möchte ich nicht beleidigt werden. Die sind mir viel wichtiger als meine religiösen Gefühle, tut mir furchtbar leid. Lassen wir einfach mal so stehen. Lassen wir einfach mal so stehen. Ingo, gerade unterwegs mit einem schönen Programm, einer Männerverbesserungskomödie, so nennst du das. Wie viele Dankeschreiben von Frauen bekommst du, dass du ihre Männer zu besseren Menschen machst? Das geht ja alles übers Internet. Da kommen also, wie gesagt, von den Jungs kommen die Morddrohungen, von den Mädels eben. Nein, also es ist schon eine sehr große Dankbarkeit da. Also dieser Ansatz ja tatsächlich, der ist ja auch sehr ernsthaft. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, haha, trullala, sondern es ist dieser Ansatz, ich bin so eine Art Martin Rütter der Männlichkeit. Das heißt, Männer müssen erzogen werden. Ja, Männer machen Mist. Das ist ja auch, wenn man auch Kinder hat, dann weiß man das. Die Mädels sagst du, ja, ja, mach du, ist okay, nimm dir die Welt, ist alles deins. Wenn du sagst, hör auf damit, nicht furzen. Ne? Finger aus der Nase, nimm dich anständig. Ne? Also du bist bei Jungs, musst du die ganze Zeit dranbleiben, weil die eigentlich in diese Zivilgesellschaft nicht reinpassen. Du musst ihnen beibringen, ne, einkaufen. Da machen die aber schon ganz gut mit. Ich bin begeistert, wie gerne meine Jungs shoppen gehen. Also wir sind immer in diesen Shopping-Malls und wir gehen shoppen. Also, dass sie sich keine Glitzerkleidchen kaufen, ist alles. Aber sie sind begeistert mittlerweile. Ja. Und das ist das, was man mit den Jungs heutzutage machen muss. Und das ist für dich ein Zeichen, dass deine Jungs auf dem richtigen Weg sind, wenn sie sich für Shopping-Malls begeistern. Also Kommunikation, ja? Viel telefonieren, viel quatschen, ne? Immer schön Facebook und, ne? Und nicht so viel, immer diese ganzen, keine Gewaltfilme gucken, nicht immer diese Gewehre schnitzen im Wald, das ist alles weg. Also wirklich auch mit Püppchen spielen, ne? Ganz viel. Keine Bananen mehr, weil jede Banane eine Knarre ist. Das haben wir ja schon mal thematisiert. Ja. Also sie auch, aber es ist wirklich schwierig. Ich sehe das immer, meine Jungs machen das wirklich, die raufen und treten und schlagen sich, rennen ums Schwimmbecken. Du hast immer Angst, sie tun sich was. Und du sagst, spielt doch mal was anderes. Dann gucken sie dich an, ja was denn? Ja, bekämpft euch weiter. Also die Jungs, sie sind, also ob sie nun Fußball spielen oder ob sie Schach spielen, die sind immer in so einem Kriegsmodus drin. Und das ist das, was ich den Jungs ganz gerne abgewöhnen würde, auch grundsätzlich. Wie geht das denn dann, wenn man im Austausch mit seiner Partnerin, weil da passiert das ja dann, da musst du dich ja einigen darüber, wie diese Erziehung stattzufinden hat. Also Männer neigen ja eher dazu, so ein bisschen die lange Leine, und Frauen sagen ja, ich muss sie jetzt wieder erziehen. Das Problem ist, dass die Frauen damit natürlich alleine überfordert sind. Deswegen gibt es ja auch den Martin Rütter. Also es gibt ja tatsächlich... Ja, ist ja wirklich so. Es gibt Hunde, die lassen die Frauen aus der Küche nicht raus. Das hat ihnen keiner beigebracht. Die Frau hat den Mann verzogen, den Hund verzogen, ne, weil sie zu gutmütig ist. Frauen glauben immer mit Gutmütigkeit und wenn man nett zu ihm ist, dann ist der auch nett.
falsch. Nee, also Männer neigen dazu, dann übermütig zu werden. Ich sehe das in der Erziehung, wie viele Mütter ich kenne, die so Arschlochsöhne haben, weil sie total stark nach außen auftreten. Hey, ich bin stark, ich bin Mutter. Wer, was hast du was gegen mein Kind gesagt? Ich bring dich um. Ja, also sie treten wie die Größten. Und der Junge sagt, Mama, da ist eine Erbse runtergefallen. Ja, mein Schatz, mache ich hier. Nee, also, das heißt, er ist in der Lage, wirklich das mächtigste Lebewesen der Welt zu kontrollieren. Und da entstehen dann diese Obermacho-Löcher, die dir, oh ja, ich kann meine Mama kontrollieren. Und den Fehler machen sehr viele. Also man muss Männern Grenzen setzen. Und da will ich natürlich bei helfen. Das machst du sozusagen auf der Bühne. Ja? Und das ist aber ja auch ein Thema nur in deinem realen Leben. Ne? Um jetzt mal kurz ernsthafter zu werden. Du lebst getrennt von deinen Kindern. Hast drei Kinder. Ne? Drei Kinder. Ich sage immer, ich bin alleinerziehend, die Kinder sind bei der Mutter. Das sagt man ja immer so. Also ja, das ist natürlich nicht schön, das muss man schon sagen. Ich bin ganz froh, dass ich das Schlimmste da verhindert habe. Ich habe Kontakt zu den Kindern, die lieben mich, meine Kinder. Aber was heißt das denn, du hast Kontakt zu deinen Kindern? Das ist ja, doch so selbstverständlich, das Übliche, oder wie nicht? Das bei getrennten Vätern so ist. Wenn man fragt, kriegt man sie vielleicht mal alle paar Wochen. Gelegentlich darf man ja auch mit ihnen telefonieren, aber ich muss das Telefon dann bezahlen. Also das ist schon... Im Ernst jetzt? Oder ja, natürlich. Ja, natürlich. Also es ist ja, das ist ja das große Drama. Ich habe ja gerade bei meinen Jungs ein gemeinsames Sorgerecht. Das interessiert aber in Deutschland keinen. Also das steht nur auf dem Papier. Also die Mutter nimmt die Kinder, zieht einfach aus und ich werde noch nicht mal gefragt. Ich werde auch nicht zur Konfirmation eingeladen, nichts. Also ich bin dankbarer, sagen wir mal, ich kann froh sein, dass ich überhaupt diesen Kontakt mit den Kindern, so positiv wie er ist, überhaupt noch haben kann. Ich hatte immer Angst davor, deswegen habe ich mich auch nicht verheiratet, weil ich immer Schiss hatte, dass dann die Trennung kommt. Und die Trennung führt in vielen, vielen Fällen, die ich halt persönlich auch so kenne, zu einer Entfremdung eines Elternteils. Das kann der Vater sein, es kann auch die Mutter sein. Ich habe beides. Mhm. Dann schon also dieses PAS, also diese Elternentfremdung, die ist sehr massiv, die findet sehr auch in vielen Bereichen statt. Und man kann sich schwer wehren. Und was mir immer gefehlt hat, war immer eine Instanz dazwischen. Das Gericht ist es nicht. Also wenn er erstmal mit einer Ex vor Gericht landet, kennst ja. Nee, also da ist dann meistens ja, dann aber Schluss. Sie waren nicht verheiratet. Ja, war nicht verheiratet. Aber wäre es nicht besser gewesen, Sie wären verheiratet gewesen? Das würde ja nichts nützen. Das, genau die das Überlegung ist juristisch kein das Unterschied mehr. Das ist völlig mehr, ne? Irrelevant. Ich habe deswegen nicht geheiratet, im Übrigen aus Angst vor der Scheidung. Tatsächlich, weil es so einfach ist, sich hinzustellen und zu sagen, ich gehe jetzt zum Anwalt, ich lasse mich scheiden, ich nehme die Kinder mit. Sie kommen, bekommen. Das wollte ich immer irgendwie verhindern. Also ich sage, ich heirate jetzt mal nicht, um es ihr mal nicht zu leicht zu machen. Weil meine Mutter hat das auch immer gemacht. Ich kenne das halt über meine Mutter, die heiratet, die hat auch mehrfach gehabt, einen Tag nach dem Tag, ich lass mich scheiden. Nee, das tut mir nicht. Ja, dieses so ein bisschen, so manchmal so leichtfertiger Umgang auch mit Trennung. Da muss man manchmal auch sehr vorsichtig, also da ist man beleidigt oder so. Das passiert ja sehr häufig. Mhm. Ich habe mit meiner Mutter neulich auch, das war echt ein lustiges Gespräch, weil ihr gesagt, ich bin jetzt 8 Jahre mit meiner Sonja zusammen, wir werden jetzt auch heiraten, weil wir haben keine Kinder, wir werden vielleicht mal einen Hund haben. Also da steht dem Heiraten gar nichts im Weg. Und ich habe gesagt, wir sind deswegen auch schon so lange und so schön zusammen, weil wir dankbar füreinander sind. Also ich habe ihr gesagt, sie ist so dankbar für mich. Quatsch. Wieso muss denn eine Frau dankbar für ihren Mann sein? Das ist genau das Problem. Ja, das ist genau dieses Ding, dass viele Frauen glauben, oder was ich so auch, das hatte ich halt ganz oft, immer dieses Gefühl zu haben, so eine Undankbarkeit. Ich habe gemacht, ich habe gekocht, ich bin prominent, ich sehe gut aus, ich bin ein toller Typ. Und irgendwie, du bist in der Beziehung immer irgendwie, es reicht nicht. Es ist irgendwie nicht genug, es muss noch mehr sein. Also als Mann jetzt? Oder? Als Mann, ja, ja. Also immer dieses Ungenügend zu sein. Ne? Immer so, du musst noch mehr tun, du musst noch mehr machen. Also aber unbestritten ist natürlich schon, dass viele, viele Frauen nach wie vor, das ist auch, sag mal, auch im Jahre 2014 ein Rollenmodell, das vielfach so gelebt wird, weil sich auch viele andere Dinge oder ich sag mal auch Illusionen, denen wir uns zeitweise hingeben, dass das alles ganz einfach geht. Kinder kriegen, Karriere machen, dann machen beide Karriere, alles funktioniert gleichermaßen. Das ist, glaube ich, eine große Illusion, der wir da teilweise hinterherhängen. Ja, ich will sagen, Frauen verzichten da natürlich schon im Ergebnis sehr häufig auf viele, viele Dinge und auch auf Selbstverwirklichung, was nicht unwichtig ist in so einem Leben. Ja, aber deswegen bin ich auch der Meinung, deswegen bin ich ja auch so für Frauenquote, um dies immer auch mal dieses Thema wegzunehmen. Also diese Unterhaltsgeschichten, die sind ja tödlich. Weil wenn ich Unterhalt zahle, empfinde ich das als Mann, wenn ich dazu verpflichtet werde, immer als Bestrafung. Das ist ja wie, wo du sagst, das ist ja, du hast mich betrogen. Oder Frau du hast... Neubauer sieht das bestimmt anders. Ja, Frau Neubauer muss aber doch auch für ihren Mann bezahlen. Ja, ne? Sag ich ja, aber wie? Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr? Guck mal, nein. Großes Thema, merke ich gerade. Ich bin da nicht so... Wir hören einfach mal zu. Nein. Ihr seid nicht auf dem Laufenden.
Also ich kenne das halt in vielen Fällen, dass halt diese Unterhaltsgeschichten zum totalen Krieg führen einfach, der einfach nicht nötig wäre. Und mir hat auch persönlich immer so diese Instanz gefehlt davor. Ich habe auch eine Mediation gemacht. Das hat dann ein bisschen was gebracht, aber so richtig, es fehlt so einer, der, wenn einer nämlich nicht will, das ist ja das Problem, wenn einer sich weigert, also wenn ich sage, du kriegst Geld, ja, aber was ist mit meinem Umgangsrecht, dann sagt sie, nee, kriegst du nicht. Will ich nicht, ist mir egal. Das heißt, Geld ist immer zwangsvollstreckbar. Im Zweifel kommt dann der Gerichtsvollzieher. Also ein Umgang mit dem Kind ist nicht einforderbar. Ich kann das zwar sagen, im Gericht wird vielleicht... Also ist es theoretisch schon, ne? Ja, aber die Papier, Praxis, definitiv. Das habe ich ja alles gesehen. Und geliebtes Leben scheint offenbar in vielen Fällen. Das ist ein ganz wunder Punkt bei vielen Vätern. Die ich immer habe, wo die Väter da sitzen, was da alles, mit welcher Fantasie die Kinder davor enthalten werden. Mit abgefangenen Briefen, da werden die Telefone manipuliert, was da gemacht wird. Aber das kann man doch nicht so verallgemeinern. Das finde ich allerdings auch nicht. Ich möchte das auch nicht verallgemeinern, weil bei den meisten ist es ja auch nicht so. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Fälle, die ich halt so erlebe. Und ich erlebe das ja immer, diese Väter aus der Trennung, die immer sagen, zahlen darfst du, aber die Kinder siehst du nicht. Das ist schon ein großes Problem. Und das wird immer so ein bisschen runtergemacht, weil Männer auch in der Regel nicht gern darüber reden. Es ist so eine gewisse Schwäche. Man macht immer ein schlechtes Gewissen. Und dann ist immer so, wie gehst du damit um? Ich meine, du kommst jetzt aus deiner persönlichen Einzelfallgeschichte natürlich. Und zwei. Oder also zwei, ich schon in dem zwei. Fall, also drei Kinder. Und meine Mama hat das auch gemacht, also schon drei. Mhm. Bei meiner Schwester ist das auch so. Also deren Mann hat das ebenfalls. Dann scheint das ein genetisches also Problem zu sein in eurer Familie. Bei meiner Cousine ist das auch so, das sind doch schon zu zehn. Ja. Und das geht jetzt immer so weiter. Verstehe, ja. Also, dass ich natürlich nicht von Einzelfällen sprechen kann, sorry. Ja, ist klar. Aber was wir aus dem mitnehmen ist, also das gibt es unbestreitbar, Fälle, in denen Kinder, und zwar von beiden Seiten, leider und traurigerweise wirklich als Waffe eingesetzt werden. Ne? Ja, das ist halt das Problem, weil es halt geht. Ich habe ja immer, favoritisiert das sogenannte paritätische Erziehungsmodell. Das heißt, eine Woche kommt das Kind zum Papa oder zwei Wochen und zwei Wochen bei der Mama. Dann hat keiner die Möglichkeit zu sagen, weil ich die Kinder habe, musst du zahlen. Also klar. Weil ich komme, das ist ja das Verrückte. Aber dann kommen wir wieder ganz schnell an den Punkt, an dem man dann eigentlich mal die entscheidende Frage stellen muss, was sagen eigentlich die Kinder dazu? Und wollen die das überhaupt? Ja, ja. Das ist die ganz, ganz das große ist die entscheidende Frage. Und deswegen, glaube ich, ist entscheidend, sich selber möglichst zurückzunehmen, beide Eltern, um dann am Ende das zu tun, was für die Kinder am allerbesten ist. Wie sieht Frau Schwierz das? Also wir standen auch mal vor einer Ehekrise. Wir haben die bewältigt und haben unsere beiden Kinder also sozusagen behalten in einer Gemeinschaft. Ich denke, dass man sich heutzutage viel zu schnell trennt. Das, was Ingo Appelt eben angedeutet hat. Ja. Also diese Duldsamkeit, die hat man nicht mehr. Toleranz. Wir suchen uns den Partner bei Parship oder sonst eben. Wir suchen uns den wirklich nach Maß aus. So muss der sein. Mhm. Und wenn der nur nicht auf 100% funktioniert, tauschen. Mhm. Austausch, nächster. Mhm. Also das sind diese Welt, in der wir eigentlich nur noch in der Lage sind, sozusagen uns für 60 Sekunden mal schnell auf irgendwas zu konzentrieren, aber sag mal, 70 Sekunden ist uns schon deutlich zu lang. Ist das das, was Sie so beobachten auch? Ja, naja, ich finde ja die Medien viel zu gegenwärtig, eben als wir über das Flugzeugunglück sprachen. Mhm. Das war doch zum Kotzen. Also ich muss sagen... Ja, wir lassen viel zu sehr zu, dass das alles so öffentlich gemacht wird und Gefühle öffentlich präsentiert werden. Und ich finde, das ist eine... ich bin froh, dass ich so alt bin, muss ich sagen. Ich nicht. Was heißt das? Was heißt das, Sie sind so froh, dass Sie... ich komme noch aus einer anderen Zeit. Ja? Da hat man ethisch andere Maßstäbe gesetzt, denke ich mal. Bei Ihnen war es, Frau Schwierz, wenn ich das richtig auch verstanden habe, doch eigentlich das genaue Gegenteil davon. Ne? Sie kommen aus einer Generation, in der man gar nicht gesprochen hat, in der man nichts nach vorne getragen hat. Sie haben gerade auch in Kriegswirren, müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber schlimme Dinge erlebt. Sie haben beim Bund Deutscher Mädel Leichenteile aus irgendwelchen Trümmern rausgezogen und all diese Dinge. Das haben Sie persönlich erlebt, haben aber nie darüber gesprochen. Das haben Sie weggepackt. Ja, aber weil man das gar nicht thematisieren kann. Man kann diese Gefühle gar nicht
gar nicht beschreiben. Mhm. Da fehlen die Worte in der deutschen Sprache, um das also subtil wirklich zu transportieren. Mhm. Das kann man nicht. Und deswegen schweigt man lieber. Sie müssen das mal beobachten. Wenn die Leute, die den Krieg mitgemacht haben, darüber über ihre Kriegserlebnisse sprechen sollen. Ich habe immer wieder gemerkt, es geht 10 Minuten gut und dann fangen sie an zu weinen. Mhm. Weil sie einfach sprachlos werden oder weil dann diese Dinge so hochkommen, so in ihrem Kopf entstehen, dass sie dann nicht weiter reden können. Und deswegen schweigt man. Deswegen ist das so eine schweigsame Generation gewesen oder geworden. Ich auch, natürlich, gehöre dazu. Ich versuche das jetzt in meinem Buch zu schildern. Sie schreiben gerade Ihre Biografie auf. Ja, ne? Ich wurde gedrängt, das mal zu tun. Das sind natürlich nicht nur grauenvolle Dinge, ich finde, die ich Sie haben noch eine Menge Zeit. Sie sind erst 84. Also noch ist überhaupt keine Zeit, eine Biografie zu schreiben. Sie sind unglaublich vital und agil. Und deswegen sind wir so glücklich, dass wir Sie heute endlich mal bei uns in der Sendung haben. Sie haben aber gleichzeitig angekündigt, das wird der letzte Besuch überhaupt in einer Sendung dieser Art sein. Ja. Ich werde Sie am Ende der Sendung soweit haben, dass Sie noch mal kommen. Im Herbst auf jeden Fall. Warum wollen Sie das nie wieder machen? Ja, weil das mal so ein Abschluss ist. Wenn ich jetzt das Buch schreiben soll, dann brauche ich dann auch dazu Ruhe und so und keine Ablenkung mehr. Und das ist doch jeweils. Und wenn Sie das Buch dann noch mal vorstellen wollen, kommen Sie einfach noch mal zu uns in die Sendung. Das ist jetzt verabredet, ja? Da musst du dich aber beeilen. Ja, da muss ich bin erst bei 27 Jahren. Also vor mir liegen noch viele, viele Jahre. Wir haben Zeit, wir warten. Wir haben Sie ja jetzt zumindest noch mal ein letztes Mal aktiviert. Die ganze Familie wird zum letzten Mal auf der Bühne stehen mit ihr zusammen. In München, ne? In München, ja. In der kleinen in der Komödie. Ich sage immer, warum komme ich immer auf klein? In der Komödie im Bayerischen Hof. Und da muss ich sagen, da freue ich mich schon drauf. Wir haben ja nun öfters mal zusammen gespielt. Aber da ist dann auch mein Onkel dabei und ihre beiden Cousinen und so. Und das wird, Eine schöne Geschichte. Family auf jeden Fall. Business. Macht das Spaß, dann gemeinsam noch mal zu arbeiten? Nicht immer. Worüber streitet man sich denn? Ich bin in der fatalen Situation, dass ich sowohl die Regie gemacht habe und jetzt spiele ich aber auch in diesem Stück eine große Rolle. Das hatte ich ja vorher nicht, da habe ich nur die Regie gemacht. Und ich habe festgestellt, ich kann beides nicht. Ich bin zu blöd. Also ich bin jetzt gleichzeitig nein, gleichzeitig. Das kann also dazu das kann sitzen. Ich behaupte, das kann keiner. Ich kann das nicht. Also ich kann, jetzt frage ich immer lauter Freunde und sage, könnt ihr euch mal reinsetzen, wenn ich das mache, wenn ich da probiere und mir sagen, was ich da überhaupt mache. Weil ich starre auch immer die anderen an und denke, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist sie denn als Regisseurin sehr streng zu Ihnen? Wir sind auf Augenhöhe, wenn Sie Regie... Also ich bin nicht Ihre Mutter dann in dem Fall. Ich bin dann wirklich Kollegin. Na, ha, ha. Ja. Innerhalb der Familie, also bis auf die eine oder andere, es fällt ja da eine gewisse Respektline weg. Ja? Mhm. Also ich meine, mit meinem Onkel zum Beispiel, ja, der dann immer sagt, ich brauche da meine Pause. Wagen Sie mal, da eine Pause zu machen, wenn Sie selber dran sind. Ja? Warum gehst du nicht weiter? Los, vorwärts. Wo ich dann sage, hey, ich brauche jetzt auch die Pause. Ich muss ja auch mal denken können. Ja? Die Kräche, die innerhalb der Familie stattfinden, sind gnadenlos. Wir brüllen uns an. Also wirklich wie Brüllaffen. So, dann geht jeder seiner Wege, total beleidigt. Nach einer Viertelstunde kommt man wieder zurück. Ach du, was ich dir noch sagen wollte, du musst noch einkaufen gehen. Weil, und alle anderen Kollegen sitzen drumherum und haben schon Schüttel. Und sagen, Gott, die reden nie wieder miteinander. Die bringen sich jetzt um Gottes Willen. Und die funktionieren dann super. Ja. Weil die so einen Schiss vor uns haben, dass die super funktionieren. Frau Schwede, ist sie immer so entspannt, wenn sie mit ihnen arbeitet? Terrormethode. Ich muss sagen, das ist Katharina, was soll ich machen? Ja, muss man durch. Das ist genetisch. Und ist es wahr, dass Sie zu ihr gesagt haben, ich würde am liebsten eigentlich während dieses Stücks, das soll auch das letzte große Theaterstück werden, am liebsten würde ich eigentlich auf der Bühne umfallen und dann auf der Bühne sterben? Nein, das will ich dem Publikum nicht zumuten. Okay. Das ist ja grauenvoll. Nur Ihrer Tochter würden Sie das tun. Das ist sicherlich sehr komisch. Aber dann fragen Sie, dann sage ich dem Publikum, dass immer, wenn sie tot umfällt, machen sie sich nicht draus. Das wollte sie so. Ich
wollte nur sagen, sie hat keine Schmerzen gehabt. Ja, jetzt wird es auch Pay. Können alle lachen. Ja. Ja. In dem Fall, ja, das ist doch wunderbar. Nur die Entsorgung. Aber. Ja. Das dauert ja einen Moment. Dauert, ja, absolut. Das dauert ja. Aber warum wünschen Sie sich so einen Abgang, sage ich jetzt mal? Naja, das ist doch also besser, als nun wochenlang im Bett zu liegen und was weiß ich. Ja, aber Sie liegen doch nicht im Bett. Sie sitzen hier gesund und munter, sind ja, in der Form Ihres Lebens. Sie müssen gesund und munter umfallen. Ja, ja, das ist natürlich richtig. Das wäre es ja. Ist es, Frau Schiess, trösten Sie uns doch mal ein bisschen. Ist es What would make very, very good television, Marcus, was if I now also, went and killed her? Wenn ich jetzt hinginge und sie umbrächte, das wäre doch super TV, oder nicht, Marcus? Tip top. Das ist aber schon wieder grausam. Ja. Aber Kinder, ihr seid dabei. Ja. Ja. Das ist grausam. Es ist ja auch so dieses. If she was frightened, it would be cruel. Wenn sie Angst hätte, wäre das grausam. Sehen Sie, was ich meine? Aber da sie dabei lacht. Ja. Das stimmt. Aber ich meine, Sie sind 84 und so gut in Form. Ich meine, worüber beschweren Sie sich? Es geht Ihnen doch wunderbar. Nein, ich beschwere mich nicht. Oder ist Älterwerden grundsätzlich etwas? Ich finde grundsätzlich Altwerden nicht so toll. Also, ich hatte ein härteres Wort auf der Zunge. Ja. Ja, nein. Es ist, warum ist Altwerden scheiße? Weil alles wehtut. Man kann nicht mehr das, wenn der Kopf noch klar ist, dann registriert man das nämlich eindeutig, dass die Zipperlein einen hindern, meinetwegen in der Straßenbahn hinterher zu laufen. Im Geist tut man das noch, nur man kriegt sie nicht mehr. Deswegen schreibt sie ja jetzt. Ja, und versucht nicht mehr die Straßenbahn zu kriegen. Ja, genau. Deswegen, wir müssen uns ja alle auch andere Jobs suchen. Ne? Ja. Ich habe ja auch geschrieben. Also insofern, wir schreiben dann beide. Wir sitzen uns gegenüber und schreiben. Aber Sie könnten sie natürlich ein bisschen pflegen, ne? Also ein bisschen. Nein, eben, das möchte ich ja auf gar keinen Fall. Oh ja, 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 das ist ja ganz schlimm. Das meine Mutter auch mal. Ich möchte mich einmal pflegen. Ja, aber von dir möchte ich auch nicht gepflegt werden. Das ist doch klar. Das ist doch klar. Von Katharina Jakob vielleicht schon. Nein, das wünschen Sie sich gar nicht. Nein. Wie oft seht ihr beide euch denn eigentlich? Sie leben ja in Kanada, ich ne? lebe in Kanada, ja, aber ich bin ja öfters da und dann wohnen wir ja nicht so weit. Also ich habe ja auch keinen Wohnsitz mehr hier, aber ich besuche sie dann immer. Ich wohne ja jetzt in Kufstein in Österreich und dann besuche ich sie immer, und weil man hat mich ja ins Ausland vertrieben sozusagen, und ich muss ja, wie gesagt, weil wir schreiben ja nun beide, und jetzt muss ich ja mein nächstes Buch anfangen und dann muss ich mal gucken, ob ich dann da wechsle. Oweia Kanada, ne? Haben Sie gemacht? Oweia Kanada. Das ist ein sehr netter Reiseführer, finde ich, mal so der ganz anderen Art irgendwie, wenn man ein bisschen was über dieses wunderschöne Land erfährt. Ich hoffe nur, dass es niemals ins Englische übersetzt wird. Ich darf da nie wieder einreisen. Warum nicht? Warum nicht? Naja, mein Nachbar, ich meine, wenn irgendeiner das Buch gelesen hat, weiß er das. Mein Nachbar Mad Max, wir haben ihn immer nur Mad Max genannt, der war ein Jäger und richtig so mit Armbrustschießen noch. Ein völlig Wahnsinniger, echt. Hast du Angst vor dem gehabt? Ja, Wahnsinn. Nein, ein völlig Wahnsinniger, echt. Den habe ich natürlich geschrieben. Ich dachte, wenn der mich erwischt, wenn dem irgendeiner, der ist auch noch ein Deutscher aus Regensburg. Dann kann das ja doch lesen. Dann ist mit der Übersetzung auch egal. Ne? Dann können wir das, kann der das auch so verstehen im Zweifel. Ne? Ja. Zuschicken. Ja, irre. Das heißt, sind Sie eigentlich ganz froh, dass Sie so weit weg wohnt? Oder? Nein, nicht froh bin ich nicht. Nein. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja jetzt derartig viele Möglichkeiten. Du kommst ja nicht mehr. Naja, aber ich kann dich auf dem Bildschirm sehen, auf meinem Computer beispielsweise. Das kriegen Sie hin? Nein, ich muss nicht. Ich habe diese Scheißtechnik, von der mir immer alle erzählen, die geht. Ich schalte das nicht, ich kriege nie einen Empfang. Ja, nie. Genau. Das WLAN ist dann zu langsam. Ja, oder die Nummer ist nicht vergeben. Exakt. Und da müssen wir jetzt einen ganzen Stab von Leuten, die das können. Das heißt, Frau Schwiers Skype dann und FaceTime? Naja, also mit Hilfe meiner Schwägerin, die das kann. Ja. Oder mit Hilfe anderer, die das auch können. Ja. Ich weigere mich, das noch zu lernen. Das mag ich nun nicht mehr. Sind Sie bei Facebook?
Ja, aber ich... Ja. Ja, ja. Twitter? Aber, nicht. Twitter? Ich weiß das nur nicht. Ich gucke manchmal, mit Hilfe anderer tippe ich dann und deswegen gucke sind Sie über so. Frau Neubauer so gut informiert. Jetzt merke ich das. Das geht also nein, das, also ich komme aus München, da steht das doch in der AZ jeden Tag. Ach so, ja, steht das, alles, natürlich. Das alles in der Zeitung. Nein, das habe ich nicht gelesen. Nein. Aber grundsätzlich... Älter werden ist etwas, von dem Sie sagen würden, das macht wirklich gar keinen Spaß. Der gibt's doch, im Alter kann man dann doch so weise werden. Nein, man kann eben nicht mehr. Ich kann nicht mehr im Garten meine Pflanzen betreuen, ja, derartig. Okay. Wenn ich mich bücke, werde ich schwindelig oder meine Knie tun weh oder meine Zehen. Also das ist ja wirklich keine Freude. Das kann doch die Tochter machen, das mit den, also mit ich den Pflanzen. Nicht daran, ich kann mich auch nicht bücken. Ich bin viel zu fett dafür. Also ich meine, das ist... Ja. Ich bin ja froh, dass ihr hier Stühle habt, in die ich mit meinem Hintern reinpasse. Na, na, na. Ja, bei der Lufthansa bleibe ich stecken. Bei der Lufthansa bleibe ich stecken. Warum wollen Sie sich um Pflanzen kümmern? Mit denen können Sie sich doch nicht unterhalten, auch nicht spielen. Wie wäre es mit Katzen? Katzen springen Ihnen auf den Schoß. Ist doch viel einfacher. Keine Pflanze wird Ihnen hier auf den Schoß krabbeln. 500 haben Sie. Ja, jetzt habe ich nur noch 4. Wir brauchen so keine Pflanzen, das, die Knie zu gehen im Garten. Ich sammle zum Beispiel wahnsinnig gerne Mushrooms, Pilze. Oh, you ja. Like plants. Yes, I like them very much. Moment, diese... Frau Schwiers, wir wollen jetzt... Herrlich. Oh, wir wollen jetzt nicht fragen, ob Sie diese Pilze nur für den Salat brauchen oder zur Bewusstseinserweiterung. Ja? So. Also da muss ich Ihnen mal was sagen. Jetzt geht's los. Ja, weil Sie ist eine irre Sendung heute hier. Sie läuft nichts nach Plan. Eines Tages eine Wahnsinns-Marihuana-Pflanze vor der Tür. Ein irres Teilchen. Und wir waren alle ganz glücklich und haben gesagt, wir sagen ihr gar nicht, was das ist, weil sie so eine grüne Hand hat. Ja, das Ding wuchs und wuchs und wuchs. Und dann haben wir zu ihr gesagt, wunderschöne Pflanze, tu die mal schön in Topf, aber immer schön der Sonne nachschieben und so, ja. Und eines Tages stand Polizei bei ihr und sagt, schauen Sie mal, ja, Sie haben Marihuana-Pflanze hier vorne dran. Sie ist die angegangen. Was bilden Sie sich ein? Sie wollen mir doch nicht das erzählen. Und die haben dann irgendwann aufgegeben und haben gesagt, ja, aber immer schön hinters Haus fahren, nicht direkt vorm Haus an. Vögel das ganze Jahr durch. Ja. Und da passiert es eben, dass da manchmal erzähl solche nix. Pflanzen... Absolut, absolut. Das hat Cem Özdemir mir neulich auch so erzählt. Da kam auch dieser große Vogel vorbei und hat dann da auf dem Balkon in Berlin diesen Papageienfutter, natürlich. Papageienfutter fallen lassen. Also, Sie beide auf jeden Fall gemeinsam in München auf der Bühne. Wann geht's los? Wann geht's los? Jemals, wenn ich die Rolle kann. Am 4. Mai, wenn, ne? Wenn wir uns nicht vorher umgebracht haben, sollte es am 4. Mai losgehen. Und wenn Sie nicht zu viel von dieser Marihuana-Pflanze geraucht oder was auch immer hat. Friedenspfeife quasi. Genau, diese Marihuana-Pflanze war eines Tages weg. Ja. Irgendjemand hatte sie abgeschnitten. Ja. Verstehe, verstehe. Also. Ich wusste wirklich nicht, was das ist. Es war eine wunderschöne Pflanze, so mit so wie Hände. So, natürlich. Ja. Und ich hoffte, dass sie eines Tages blüht. Ja. Und nein, ich sehe tun sie nicht. Nein, sie tat und sie es haben nicht. Überlegt, ob sie Kuchen oder Plätzchen daraus machen. Nein. Man hat mich aber auch im Stande der Unschuld gelassen. Ja, sehr gut. Sehr bis sie weg war. Dann hat man gesagt, das war eine Marihuana-Pflanze. So. Da habe ich das überhaupt erst erfahren. So. Perfekt. Also, denken Sie immer dran, eine weitere schöne Geschichte für Ihre Biografie. Die schreiben Sie schön auf, schreiben Sie schön rein. Wir verabreden uns jetzt im Herbst. Reden wir dann hier an dieser Stelle über die Marihuana-Pflanze. So machen wir das. Ja? John Cleese wird auch wieder dabei sein. Ach, herrlich. Matthias, ganz kurz zum Schluss müssen wir mit Matthias Richling, der ein wunderbarer politischer Kabarettist ist, noch einmal ganz kurz besprechen, was dieser Tage gerade ansteht. Also in Berlin, eine Frau mit 65 kriegt Vierlinge. In Amerika wird eine Frau mit fast 70 jetzt wahrscheinlich Präsidentin. Was steht sonst noch an? Wovon müssen wir Angst haben? Der Einzige, der Frau Merkel gefährlich werden kann, ist Helmut Kohl.
Damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Die erste Platte, die ich hatte, von war Matthias Richling. Da hat er ganz viele Leute parodiert. Meistens schlecht. Also wirklich, der kann ja super, also so Helmut Schmidt und so perfekt. Total. Den Kohl konnte er gar nicht, also finde ich. Heute kannst du ihn besser, aber da... Aber heute kann er sich nicht mehr. Ja. Das ist aber... Man muss sagen, Matthias ist ja da unglaublich. Ich habe ihn noch mal aufgeführt jetzt vor einiger Zeit. Aber nur deswegen, weil seine Frau Maike, heißt sie, glaube ich, ihn ja selbst ausstellt wie den Einbeißer mit dem Mao in einer Art lebenden Flatterei. Hat sie ihn ja doch präsentiert bei der Buchmesse. Und da habe ich ihm aber seine Stimme wiedergegeben. Also ich habe dann schon noch mal wieder Interviews aufgegeben. Das ist das Besondere beim... Und deswegen... Viele kommen ja jetzt drauf, mit Frau Merkel ist ja genauso lang fast im Amt wie er und so. Und haben wir jetzt den neuen Kohl und ist sie der neue Kohl, was weiß ich. Das ist ein eklatanten Unterschied zwischen beiden, dass Frau Merkel, wie hält sie sich so lange, indem sie auch natürlich nichts Konkretes sagt. Also wenn sie sich präsentieren soll, sagt sie, es wird Zeit für ein ausgesprochenes Wort, für eine angesprochene Zukunft, die besprochen werden muss. Und wenn man dann sagt, was ist da ganz allgemein? Was heißt denn allgemein? Ich habe doch gesagt, wichtig ist, dass klar sein muss, dass deutlich werden soll, dass es offenbar zu sein hat. Also mehr kann ich auch nicht sagen. Sie hat das Besondere, dass sie dieses Nichts mit sehr viel mehr ausdrückt als Helmut Kohl. Helmut Kohl hat bis heute übrigens, ohne ihm national zu treten, einen Wortschatz von vielleicht 300 Wörtern. Das ist nachweisbar. Das aktuelle Buch über Europa hat er selber angekündigt mit klaren Sätzen, dass es also wichtige Erkenntnisse hätte über Europa. Und dann fragt man, was sind diese wichtigen Erkenntnisse? Dann sagt er, die Erkenntnis, es ist noch nicht zu spät. Es ist höchste Zeit und wir sind alle gefordert. Das sind seine Erkenntnisse zu Europa. Und er hat natürlich, deswegen haben wir, also wir mussten ja, es gab ja keinen, der nicht über ihn gelacht hat in seiner Amtszeit. Ich habe mich nur mal gewundert, warum im Ausland keiner lacht. Was? Gorbatschow und Thatcher, die haben ja nie gelacht über das. Kam durch die Dolmetscher. Nicht wahr? Wenn die wörtlich übersetzt hätten, was Kohl sagte, wären die ihren Job losgeworden. Und bei Kohl, dadurch, dass das... Dadurch, dass das so reduziert ist im Wortschatz, kamen natürlich sehr viel komischere Dinge raus wie bei Frau Merkel. Also er hat sich dann schon bemüht, dass teilweise wörtliche Zitate, wenn er gefragt hat, wollte immer Kanzler werden oder gar nichts. Am Ende war ich 16 Jahre beides. Er wird gefragt, welche drei Dinge würden Sie gerne mitnehmen auf einer einsamen Insel? Drei Dinge, haha. Ein Buch, ein Werkzeug, Hund und Katze. So. Und das unterscheidet beide. Und da sind, aber Frau Merkel macht es eben auch, dass sie wirklich sich drum rumwindet und mit viel. Ich habe es nicht oft zitiert. Das bist du, ne? Das bin ich. Tatsächlich. Können wir das noch mal sehen? Das ist eine mimische Meisterleistung, ne? Wenn man Wahnsinn. Da mal genau hinguckt. Ja. Ne? Das ist aber auch von, ja. Ja. Weißt du warum? Ich will dir sagen, warum. Weil sie, das machen wir nicht mehr, weil sie ja bekannt wurde, indem sie, dass sie die Lefzen so nach unten. Das war immer die Karikatur, diese Frisur, die hat sie ja auch aufgedacht. Genau, das war die mit Karikatur. Mit der Frisur, ne? Sind auch diese Lefzen nach unten. Sie bemühen, das ist eine wahnsinnige pantomimische Meisterleistung, nicht von mir, von ihr, dass sie, also versuchen Sie mal so und damit zu lächeln. Wenn sie lächelt, sieht sie aber süß aus. Ja, aber das ist so, bei ihr wirklich, trotzdem aber kriegt sie von, die Dinger nicht hoch. Aber es gibt von Matthias Richling in dem Zusammenhang den Satz, die Kanzlerin lächelt immer, man muss sie nur auf den Kopf stellen. Oder so. Die hat sogar ich im Programm nicht mehr. Das ist wirklich... Na gut, jedenfalls, ja.
Das, deswegen hält sie sich, weil sie nicht sagt, und der Deutsche möchte nicht belästigt werden. Ist das, ja, wir wollen nicht belästigt werden. Nein, nein, das Politik. Ist wirklich bei Merkel. Das Merkel macht diese, ja. diese Mutter, so ein Politiker will ja Einbindung das normalerweise. Macht sie und ja. sie macht es, geht mal spielen, Kinder, die Mama regelt ja. das für euch. Und das ist genau die Nummer. Also das heißt, braucht, was die Mami macht, hat euch gar nicht zu interessieren. Ich präsentiere euch die Ergebnisse ja. und dann könnt ihr ruhig schlafen. Aber, ja. aber ist sie so gut oder ist Gabriel zu schwach? Also ist sie so wow, wow. So. Nein. Du, Gabriel, das ist, weißt du, das die machen doch alles, alles, die liefern Mindestlohn, ja, Rente mit 63 ja, und dann hängen die da bei 23% aktuell. Aber wer aktuell. Einmal so eine Macht, das ist bei Opel genauso, die machen wunderbar raus und sind einem scheiß Standing. Und bei der SPD ist auch so, die Opel. Ja. SPD ist Opel der Politik. Das läuft nicht, ja, weil die sind, die stagnieren bei 23, die können den Kopf stellen, da lachen die auch nicht. Das ist nichts zu machen. Und Gabriel hält wirklich, habe ich neulich wieder gesehen, in einer Diskussion, da kamen irgendwie Demonstranten auf die Bühne von Greenpeace und die wollten sie alle wegräumen. Na, doch, das hat sie mit denen auseinandergesetzt, wirklich gescheit, argumentiert mit denen. Eine tolle Rede, muss ich sagen. Ja, der macht doch auch als, sehr souverän, als Wirtschaftsminister einen, ja, absolut, Job. Er kommt da nicht. Was du einmal drin hast in der Bevölkerung, deswegen hält sich die CDU, weil deswegen, das ist ja der Gegenpol, ist die CDU natürlich, dass die sich auf der anderen Seite erlauben, weil sie glauben, sie sind der natürliche Nachfahre von Kaiser Wilhelm II. Und das, ja, und das ist der, das ist diese, die Unterscheidung mit der SPD. Die SPD hat immer zu viel Angst, nicht zu gewinnen. Und diese Angst macht es, was die Leute spüren. Das ist wie beim Hund genauso. Wenn du vom Hund Angst hast, dann der beißt er sofort zu. Ne? Hab ich doch gerade erklärt. Ja, beißt du sofort zu. Hast du von dem Hund keine Angst, beißt er dich auch nicht. So, mit wie der kommen SPD, wir jetzt auf die CSU? Das verstehe ich jetzt nicht. Seehofer, mach doch deine. So, und bei der SPD, die haben das Gefühl, dass sie nicht, dass sie um jedes Mandat ringen müssen. Die CDU die hat dieses, die fühlen sich ungerecht behandelt. Natürlich, und das geben sie auch preis. Genau. Du willst es aber nicht. Aber Sozialdemokraten wollen auch immer leiden. Wir reißen uns den Arsch ab. Und die blöde Kuh macht nichts und gewinnt. So eine Scheiße. So, das ist natürlich genau der Frust. Ist Sigmar Gabriel ein Kumpel von dir? Ja, ich kenne ihn ja schon sehr lange. Ich bin ja, Kumpel ist jetzt übertrieben. Jetzt seid ihr jetzt da im Amt und würden es, wir haben jetzt nicht mehr telefoniert, aber ich habe Wahlkampf für ihn gemacht. Und ja, ich mache sowas. Ja, ich bin so einer. Noch aus der Zeit, als er Pop-Beauftragter der SPD war. Spitzname Sigi Pop. Sigi Pop, genau. Ja. Es war auch der bessere Job eigentlich. Also da, wo man sich dann halt noch profilieren kann. Also ich glaube auch, dass der hat wirklich so einen Frust irgendwie. Das ist wirklich, weil du kannst gegen Merkel nicht gewinnen. Das merken ja alle. Das heißt das übersetzt für dich und auch als politischen Beobachter jetzt gefragt, die wird noch mal antreten? Ja, auch wenn ja, alle drauf spekulieren und sagen, ja, ja. Der gewinnt, glaube ich, auch. Wenn sie antritt, wird sie ja. Aber 2017 ernsthaft? Ich habe immer gelesen, sie will auf die Panamericana und einfach mal Auto fahren. Nein, 2038 wird die auch gewinnen. Aber 2017 ist doch morgen. Gegen das Hillary Clinton dann. Das wäre schon längst gegessen. Nein, nein, ganz bestimmt, ja, ja, auf jeden Fall. Und wie findet ihr das mit Hillary Clinton? Ich finde, um vorwegzureiten, ich finde das super. Was will, ja eben. Für die zwei mächtigsten Frauen der Welt werden dann plötzlich einmal in Deutschland und in Amerika unterwegs. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass es, also dass sie dann zu alt und Großmutter, was weiß ich, alles und so, die ganzen Klischees. Ja, aber dumm, wieso nicht? Ja. Bitte? Wobei das wiederum umgekehrt auch keine, ich sag mal, das ist nicht die Qualifikation, um Kanzler zu sein. Ne? Weder ein Mann zu sein, noch eine Frau zu sein, ne? Oder? Nein, aber die Engländer waren die Vorreiter. Die hatten Margaret Thatcher. Die hat dort den Laden einmal komplett auf links gedreht. Oder auf rechts eher. Du kannst ja, aber Thatcher nicht mit Clinton vielleicht. Die mütterliche Ader ging ab. In ihrer ersten Amtszeit war die doch gut, aber in der zweiten hat sie Dinge getan, für die sie kein Mandat hatte, meine Meinung. Aber die Konservativen fanden sie natürlich brillant. Genauso wie die Republikaner denken, dass Reagan ein Genie war. Und du kannst mit denen nicht anständig diskutieren. Die mag man oder man hasst sie. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eine Sendung, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist. An dieser Stelle muss man mal sagen, wir haben nie alles erlebt hier. Ja. Bei Matthias Riechling vor allen Dingen. Matthias, du bist gerade auf Tour, ne? Ich bin gerade auf Live-Tour, ne? Hannover, Lübeck natürlich, aus Respekt schon. Günter Grass, ja. Ende April und in Buxtehude auch, in allem, was hier um Stade, überall. Unterwegs. Hannover und, ja. Von wann bis wann? Von jetzt bis Von jetzt Anfang bis Mai, immer. Bis 9. Mai. So. Fantastisch. Also nicht in jeder Stadt so lange, sondern immer an. Warum auch nicht?
Lassen wir einfach mal so stehen. Also, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Eine Frage hätte ich noch furchtbar gerne gestellt an John Cleese, die betraf seine Mutter, eine Frau, von der er sagt, das war die ich-bezogenste Person, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und es gibt einen schönen Satz dazu in seiner Autobiografie. Sie wurde 101 Jahre alt. Ich dachte schon, ich werde sie nie mehr los. In diesem Sinne. Bei der wunderbaren Ellen Schwiers, herzlichen Dank. Katharina Jakob, demnächst in München auf der Bühne, Sie gemeinsam. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Matthias Richtling und bei Ingo Appelt, beide auf großer Tour. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei einem Weltstar, bei Mr. John Cleese. Thank you so much, John, this is great. Großer Spaß, jetzt die Kollegen von heute Nacht und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.